Hallo zusammen, mein Name ist Sebastian vom Technikloft und herzlich willkommen zu meinem ersten Video zu einem ganz besonderen Smartphone. Dies ist mein Unboxing und Ersteindruck vom Vivo IQ8 in der BMW Special Edition. Doch jetzt schauen wir uns mal die Verpackung und deren Inhalt an und dabei schon sofort klar, dass es sich hier um eine Special Edition in Kooperation mit BMW handelt. Denn die Verpackung ist in einer Art Carbon-Finish gehalten, was ich finde sehr gut aussieht. Und wenn wir die Verpackung dann öffnen, sehen wir auch schon die Rückseite des IQ8 mit dieser Rückseite aus mattem Glas in Weiß gehalten und mit dem roten, schwarzen und blauen Streifen, der von BMW bekannt ist, von den M-Modellen. Und da muss ich sagen, finde ich, dass diese Special Edition einfach verdammt gut aussieht und auch nicht zu over the top. Also sie ist immer noch elegant. Und da muss ich sagen, das gefällt mir sehr, sehr gut und war auch der Grund, warum ich dieses Smartphone unbedingt haben wollte. Weiter geht es dann mit dieser kleinen Pappschachtel, doch da finden wir leider nicht viel Spezielles, nur so ein paar kleine Pappkärtchen mit Autos von BMW oder mit Motorsportfahrzeugen von BMW. Ganz netter Touch, aber ich muss sagen, ich glaube, ich werde die mir nicht nochmal übers Bett hängen oder so. So besonders sind die dann auch leider nicht. Ich muss ganz ehrlich sagen, anstatt diesem Pappkärtchen hätte ich persönlich zum Beispiel lieber eine BMW Motorsport Case dabei gehabt. Das ist allerdings leider nicht der Fall, aber es liegt immerhin eine transparente Case bei, was natürlich ganz cool ist, damit man die Rückseite des Smartphones erkennen kann, denn da lag ja auch der Designfokus drauf. Weiter geht's dann im Endeffekt mit einem 67 Watt Netzteil und einem USB-C auf USB-A Kabel. Das Netzteil hat natürlich keinen deutschen Stecker, aber wie immer legt euch Trading Shenzhen natürlich einen Adapter für Deutschland bei, damit ihr das Netzteil dann auch in Deutschland nutzen könnt. Und somit kommen wir dann schon zu meinem ersten Eindruck und hier haben wir das gute Stück. Und ich muss sagen, ich habe das Gerät mittlerweile schon seit einigen Wochen und habe es auch im Dauereinsatz als mein Daily Driver und könnte dementsprechend wahrscheinlich heute auch schon mein Testvideo machen. Aber ich wollte extra dieses Ersteindruck-Video noch drehen, damit ihr mir im Endeffekt Fragen stellen könnt, die ich dann in meinem Testvideo beantworten kann. Denn das IQ8 ist in Deutschland wenig verbreitet und ich würde mal behaupten, dass es auch nur sehr wenige Leute gibt, die es jetzt schon wochenlang als ihr Daily Driver benutzt haben. Und da bin ich, glaube ich, in einer ganz guten Position, um euch bei Fragen weiterzuhelfen. Grundsätzlich muss ich sagen, dass das Gerät in den letzten Wochen einen hervorragenden Job gemacht hat und sehr gut funktioniert hat und auch das Design mir immer noch sehr gut gefällt. Die Verarbeitung ist hervorragend. Mir gefällt vor allem dieses matte Design auf der Rückseite, was auch im Endeffekt kaum Fingerabdrücke zeigt. Natürlich auch, weil es halt weiß ist. Auch so kleine Details wie zum Beispiel hier der Powerbutton auf der Seite, der in so einem Metallic Blau gehalten ist, gefällt mir richtig gut. Und wir haben natürlich auch so ein paar andere Highlights noch, wie hier diese Gimbal-stabilisierte Kamera, die wir von Vivo schon aus anderen Modellen kennen. Was ich grundsätzlich schon zum IQ8 sagen kann, ist, dass der Snapdragon 888 Prozessor mit 12 GB RAM und in diesem Fall 256 GB Speicher keinerlei Performance-Probleme hat und das Gerät auch nicht warm wird, selbst beim Gaming, was ich richtig gut finde. Dieses Design hier oben mit dem abgeflachten Metall oder generell diesem Metallband rundherum hat mir auch sehr gut gefallen. Und auch das Display, was ihr hier sehen könnt, mit dem Fingerabdruckscanner, der sehr, sehr schnell funktioniert, also deutlich schneller als zum Beispiel beim Pixel 6, haben mich ebenfalls überzeugt. Und auch das Display, was ein OLED-Display ist, ziemlich hell wird und flach ist und keine abgerundeten Kanten haben, hat mir ebenfalls sehr gut gefallen. Und insofern muss ich sagen, bin ich bisher wirklich beeindruckt. Die einzige Einschränkung, die ich vielleicht schon nennen könnte, ist, dass die Kameras zwar gut sind, aber sie sind jetzt nicht unbedingt Flaggschiff-Level gut. Das liegt aber natürlich auch daran, dass es sich hier um das IQ8 handelt und dass es noch eine IQ8 Pro-Version gibt, die dann dementsprechend auch nochmal bessere Kameras hat. Was allerdings trotzdem gut ist, ist, dass wir, sag ich mal, selbst in dieser abgespeckten Version schon eine Weitwinkelkamera haben, also eine Ultraweitwinkelkamera, eine normale Kamera und eine Telekamera. Das ist ja oftmals was, was bei den normalen Nicht-Pro-Geräten weggelassen wird. Und da muss ich sagen, hat Vivo hier eine wirklich gute Entscheidung getroffen, denn ich finde die Flexibilität einfach unschlagbar und wünschte mir, dass jedes Smartphone das heutzutage hätte. Und das soll dann im Endeffekt auch schon meinen Ersteindruck zum IQ8 in der BMW Special Edition beenden. Schreibt gerne mal eure Gedanken zu dem IQ8 unten in die Kommentare. Ich bin mal sehr gespannt, wie euch diese Special Edition gefällt und ob das ein Gerät für euch wäre, vor allem auch, wenn Vivo das vielleicht auch mal in Deutschland auf den Markt bringt. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.